Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge von... Ihr versteht sowieso kein Wort, was ich sage, weil dieses Scheiß-Game so laut ist. Wir gehen heute in die zweite Welt, Planet Pop. Und ja, kann ich nicht groß viel zu sagen, weil das ist es, was wir machen. Kirby Starlight, whoop whoop. Aber vorher... Ja, okay, wir können hier mal... Okay, das war eine ganz schön lange Vorstellung. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz zurück ins Dreamland, weil da können wir uns noch einen Kollegen abholen. Hier haben wir ja einen Traumpalast. Alter. Danke. Man merkt, ich nehme das Spiel sehr oft auf, deswegen Steuerung... Habe ich echt durchgespielt. So. Wir können hier jetzt aus einer ganzen Auswahl wen bekommen. Ich hätte eigentlich ganz gerne den da. Dark Matter Knight. Keine Ahnung, ob der sich irgendwie vom Normalen unterscheidet hier in dem Game. Aber wir werden's sehen. Es sagt alles über das Spiel aus, dass der Fernseher gefühlt auf null Ton ist und ich ihn leiser stellen muss, weil das Game zu laut ist. Es ist halt schon sad. Aber bald wird das in den Videos besser, sobald das nächste Update von dem Videoschnittprogramm kommt, was ich benutze. Ich weiß schon, dass das Feature da drin enthalten sein wird. Dass ich dann einfach die Videos gescheit runterdrehen kann, ohne meine eigene Audio. Also, erstes Level für die heutige Folge. Am besten holen wir uns kurz eine Ability. Übrigens, man kann, ihr seht, natürlich nicht jeden Freund, also jeden Gegner als Freund haben. Staubsauger. Das geht. Okay, gut zu wissen. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, aber ne. So. Ja, genau das war das, was ich eigentlich machen wollte. Danke. So, jetzt hat er die Ability und weiter geht's. Nehmen wir uns noch einen mit, solange wir keine anderen dabei haben. Ich meine, natürlich werden wir da durchwechseln, weil... Toller Angriff, weil zweimal derselbe Freund und dann noch einmal die Fähigkeit selber ist natürlich nur bedingt sinnvoll. Also, weiter geht's. Nächste Runde. Vielleicht finden wir hier mal wen anders. Warum glaube ich's nicht? Oh yay. Wir haben Schlaf gefunden. So. Dem geben wir auch die Wind Ability. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Abwechslung in unseren Reihen hier. Wir können uns noch einen Schlaftypen holen. Super, ne? Ich feg dich weg, Bull. Das Secret ist schwer zu sehen, aber wir finden es natürlich trotzdem. Und nicht runter, bitte. Ja, das Secret ist relativ ähnlich schwer versteckt wie die Was? Warum geht das? Und warum... Warum hat er auf einmal aufgehört? Das war mir ein bisschen close.
Junge, ich fall hier irgendwann noch runter. Ich seh's doch schon. Ich seh's schon. Also, hier gibt's echt nur zwei Arten Gegner, oder? Also, ja. Oh, guck mal, überraschend. Wir brauchen den Bumerang-Typen, Leute. Der hat nicht mal was gemacht. Das kann auch Dark Meta Knight. Und hier brauchen wir... Ja, und den haben wir ja. Alter, denkst du wirklich, die werden so blöd, dass sich das Spiel nicht selbst spielt? Was erwartest du? Natürlich auch ist das Rätsel noch schwerer, weil für beide nötigen Gegner ein Spender direkt neben dem Rätsel steht, was es auch noch nicht offensichtlich macht. Man kann halt wirklich nichts gegen die Schwierigkeit in diesem Spiel sagen. Okay, man kann nichts dagegen sagen, weil sie nicht vorhanden ist. So, noch mehr Puzzleteile. Das Regenbogending fehlt aber immer noch. Ah, guck mal, Keck. Seht ihr? Gerade eben töte ich die sogar beim Fortbewegen. Hallo, ich will diese... die Ability wieder. Und damit sind wir dann auch hier im Secret. Das ist doch das Regenbogen-Puzzleteil. Oder auch nicht. Das ist ein Schalter für einen Traumpalast dieser Welt. Super, finden wir dann das Puzzleteil auch langsam nochmal oder heute eher nicht so? Grad keine Lust drauf. Ah, das ist, ja gut. Ich habe gerade nicht versucht, meinen Teamkollegen anzugreifen. Das sah nur so aus. Dann, was haben wir jetzt? Bombenprank. Ich sagte Bombenprank. Boah. Ich nehme den selber. Cool. Bombenprank. Hier ist nichts mehr, aber Ability. Und zwar unsere zweite Friend Ability in dem Game, weil wir ja schon den Secret Raum da geholt haben. Mit dem Wispy Woods zum Glück einfacher wird, weil er sonst so schwer ist. Ja, kein Kommentar. Ihr seht, denke ich, was es macht. Es ist nicht schwer zu verstehen. Prost. Wir können eigentlich nur springen. Rollen tut das Ding von selber. Regenbogen-Puzzleteil, maybe, vielleicht irgendwo, irgendwann. Oder nicht so. Ach so, natürlich. Das braucht man ja nicht mal verstecken. Junge, dieses Spiel. Es macht mich seelisch fertig. Sicher ist, dass er mit dem Rad da rüberkommt. Also, Bonusspiel wieder. Das war nicht richtig getimed. Das hatte ich schon gesehen. Aber egal. So wichtig ist die Erstplatzierung jetzt auch nicht. Ich meine, Puzzleteil gibt's noch, aber... Na. Apropos, wir sind fast mit dem ersten Puzzle fertig. Uns fehlt noch ein Regenbogen-Puzzleteil und zwei normale. Es könnte nach dem nächsten Level durchaus der Fall sein. Ich überleg gerade, aber nee. Erstmal sind es nicht dieselben Welten, Themen wie in Kirby's Adventure Wii und auch die Platzierungen sind anders. Ich habe gerade überlegt, die Strandwelt, wo jetzt nämlich, sieht man denke ich, die war hier, wo jetzt die Eiswelt ist. Die Eiswelt war hier, eine Lavawelt gab's nicht.
die Graswelt war hier war eine Wüste. Den Weetail kenne ich besser als den hier. Und er ist auch besser. Also, wir holen uns noch einen Traumfreund. Wen nehmen wir diesmal mit? Hier, die drei. Und dafür rausschmeißen tun wir dich. Also, technically sind wir jetzt ja, ne, 6. Weil das sind 3 in 1. So. Dann gehen wir mit dieser Aufstellung zu den schilfigen Stränden. Auch toller Name. Machen wir weiter. Wenn wir ganz, ganz viel Glück haben und die Entwickler wirklich einen ganz guten Tag beim Programmieren dieses Levels haben, ist vielleicht dieses Mal sogar das wieder versteckt. Der färbt sich einfach, Happens. Vielleicht ist diesmal das Regenbogen-Puzzleteil sogar wieder in irgendeiner Form versteckt. Ah, der verwandelt sich unter Wasser einfach zu dem Fisch und in der Luft zu dem Vogel. Interessant. Ja, schön, brauche ich aber gerade nicht. Sieht's aus, als wäre das Spiel so schwer, dass ich das nötig habe. Ja, eigentlich nicht. Nein, immer noch nicht. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der Typ... Ich hoffe, wenn irgendwer krepiert, dann eh... Okay, ich glaube, das Spiel will mir irgendwas sagen. Haben wir einen Schirm? Aber der Typ hat doch gerade auch einen Schirm ausgepackt. Mach doch! Aber es ist wieder... Ich probiere es jetzt einfach mal so, weil der eine gerade einen Schirm in der Hand hatte, aber... Oh, guck mal, wen wir da nur wohl ersetzen für... Nö, ich hab doch selber vor... Und dieser scheiß Hamster hat das gerade angezündet. Schirmtyp, willst du... So, jetzt ist natürlich sein Schirm auf einmal 8-mal so groß. Alles andere würde keinen Sinn machen. So, stellen wir uns am besten drauf. Ich habe gehört, das ist gesund. Macht natürlich Sinn. Warum habe ich damit gerechnet, dass das Regenbogen-Puzzleteil ist? Aber nee. Hier musste man ja zumindest irgendwas für machen. Und so wertvoll sind die Regenbogen-Puzzleteile ja nicht. Sind ja nur die einzigen Sammlerobjekte im Spiel, die ernst zu nehmen sind. Wir gehen weiter und hoffen einfach, dass das Regenbogen-Puzzleteil auch in irgendeiner Form versteckt ist. Jordet hat gerade ziemliche Vibes auch von Kirby's Adventure Wii, der Wasserwelt, die ich persönlich ja schon ziemlich mochte. Ich fand, es war sehr... Ich mag allgemein Wasserwelten sehr viel lieber als die meisten anderen. So, bisschen Keks aus dem Weg räumen. Ja, den Keck bitte auch. So, hier haben wir ein random Puzzleteil. Hier haben wir eine random Wassermelone. Und zwar wortwörtlich, Digga. Erst wenn's in der Tiefsee ist, ist es wirklich eine Wassermelone. Jetzt ist die Frage, ist das da der Weg weiter oder... Ja, auf jeden Fall. Auch wieder war, hier sollten wir aber vielleicht noch kurz gucken. Normales Puzzleteil. Haha, guck mal, wir treten seine tote Leiche. Nicht seine lebende, das haben wir gestern schon gemacht.
Irgendwie ist der Trash-Talk in diesem Let's Play sehr arg, aber auch nur, weil irgendwas muss das Spiel ja auch interessant machen. Ey, Mamion, lass das mal. Und ich bin mir sehr sicher, dass Darkmare dann halt hier schon ein sehr anderes Moveset hat als der normale, wenn ich mir angucke, was der die ganze Zeit macht. Ja, aber auch allgemein, der macht die ganze Zeit mit irgendwelchen dunklen Kräften macht der die ganze Zeit irgendwas. Ich brauche jetzt zwei Schirmtypen. Und sicher, dass er schlau ist. Hi. Nee, der ist dumm wie Scheiße. Das heißt, ich muss meine Bomben abgeben, weil meine Freunde dumm sind. Zum Glück kann unser Hamster das Ding ja noch anzünden. Und hier haben wir ein weiteres Secret. Ist hier das Regenbogen-Puzzleteil oder hängt das wieder im Ziel drin? Es ist noch ein Schalter! Diesmal für ein Secret-Level. Also, irgendwie hat das Spiel keinen Bock hier, die Regenbogen-Puzzleteile zu verstecken. Das kann man doch den armen Spieler nicht zumuten, ne? Ich hätte schon ganz gern Schwerttyp andererseits. Nö. Deswegen nehme ich mir selber Schwert. Ah, wieder ein zweigeteilter Abschnitt. Guck mal. Ich mach Cloud mehr. Zumindest sah die im Vergleich zur Größe so in Yu relativ ähnlich aus. Bei den krassen Gegnern hier brauchen wir jetzt ganz dringend den Stern, ne? Was können wir damit jetzt alles skippen? Ah, Mann, sind die Gegner stark. Zum Glück haben wir den Stern. willst du es noch wiederholen? Was hast du gerade gesagt? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Du hast nicht zufällig gesagt, was ein Wunder, dass sie hier keinen Boss platziert haben. Aber wirklich nicht. Ich hab gesagt, ich hol das. Juckt nicht. Ich hab das auch nur noch mal so betont, damit die... Die Zuschauer wissen, was du gelabert hast. So, wir kriegen noch mal Free Food, weil so viel Essen brauchen wir. Wir sind nicht voll geheilt. Das sah nicht so aus. Oh, Also komm, das kann nur ironisch gemeint sein. Es kann nur ironisch gemeint sein. Punkt. Es kann nicht ernst sein. Ja, wieder scheiße. Aber jetzt mal Vogel, die wollen mich verarschen. Die setzen diese Regenbogen-Puzzleteile auf Krampf einfach vors Ziel. Und wir haben das erste Puzzle vollständig. Der erste Rivale. Ja, vor allem der fetteste. Machen wir weiter. Eislevel. Stimmt, das spawnen ja hier direkt. Dann machen wir natürlich die inneren Inseln.
Was man sagen muss, ich habe das Gefühl, die Level sind ein bisschen länger als in Kirby's Adventure Wii. Wir schaffen irgendwie pro Folge echt nur 3 Level. Also, jetzt können wir natürlich hoffen, dass sie das Regenbogen-Puzzleteil nicht wieder einfach ans Ziel geklatscht hat. Können wir nicht überreden, wie sie auch diese orangenen Gegner, die eigentlich immer zu den stärksten gehört haben, komplett in die Hölle genervt haben? Deren ganzes Gimmick war es, dass sie sich verwandelt haben, nachdem man sie angegriffen hat. Und jetzt sind die von allem One-Hit so ziemlich. Das ergibt keinen Sinn. Spinne hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich kann hier... Ach so, natürlich, weil du von einem Spinnennetz abspringst, juckt dich das nicht, dass da Stacheln sind. Das klingt in meinen Augen sehr logisch. Ja? Ich habe das Gefühl, ich benutze in diesem Spiel aber gefühlt eh mit jedem Item gefühlt die ganze Zeit nur Dash Attack. Weil, ne? Ich lauf, drück einen Knopf, Gegner sind tot, ich lauf weiter. Jui, wir können ja auch... Die Attacke finde ich toll. Aber das hier ist gedacht. Ja, Kirby ist aber in Smash Bros. Komplett anders. Ach so, denkst du, die Attacke passt besser zu Ganondorf? Eine Kirby-Attacke, aber sie soll nicht auf Kirby sein. Das ist doch euer Ernst. Das ist... Machen die auf Krampf. Was? Was? Mein Schildbeschar... Kann es sein, dass Spinne broken ist? Ja, aber nicht nur zwischen krass und völlig broken ist nochmal ein Unterschied. Kann man eigentlich... Ah, nein, ja, stimmt, man hat ja Ability. Man kann keine Elemente zur Spinne bekommen. Das fehlt noch. Das fehlt ja noch. Aber das Regenbogen-Puzzleteil haben wir dann schon wieder. War extrem schwer. So, ernsthaft? Das ist möglich. Das ist schon irgendwie dumm. Meint ihr nicht, dass das irgendwie Guck mal, ganz krasse Gegner. Das sind alles so starke Gegner. Wie soll man denn das machen? Ich spam den B-Button. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Das war einer der schwersten Kämpfe in diesem Game. Gehen wir einfach weiter und denken nicht drüber nach. Oh mein Gott, es geht weiter. Natürlich trifft er mich. Oh, guck mal, sie sind... Oh, er ist tot. Welcher Kick hat sich treffen lassen? Ja, aber nicht gerade bei dem. Ich habe mich beim ersten treffen lassen und bei dem, weil da noch 27 reingespawnt sind. So, hier noch ein bisschen Futter. Der Koch war anscheinend der Kick. Der hatte ganz schön wenig Leben am Ende. Also ganz schön wenig für dieses Spiel, heißt noch ungefähr 75%. Hoffen wir einfach, dass wir bald durch sind. Und das hier sehe ich. Und da hinten ist auch irgendein komisches Bild, aber ich denke mal, das können wir uns gleich besser drum kümmern, ja. Bisschen Gedöns noch am Start. Hier haben wir... Aha, den haben wir ja sogar dabei. Moin. Apropos, kann ich auf den nicht draufsteigen?
Und warum dann das hier? Nicht einfach mit aufspringen. Spring auf einen Freund und nach unten drücken. So. Ja, ab. Von dem. Ich wollte das halt jetzt mal testen. Meinetwegen. Weil da drüben ja schon das Bild war. Ich meine, das ist ja sicher einfach nur eine Referenz an das Spiel, wo der Charakter herkommt. Aber wäre ja trotzdem vielleicht ganz lustig zu testen gewesen, wenn wir ihn schon da haben. An sich mag ich Elektro, aber ich habe gerade ein krasses Team. Ja, ich weiß, wir können den Boss, wir können nicht zwei Bosse one-hitten jetzt. Oh Mann. Ich versuche die ganze Zeit zu rollen. Ich habe gerade meine Smash Bros. Strategien drin. Ja, aber die funktioniert ein bisschen anders. Und wir haben übrigens schon jeden Moment gewonnen. Zum Glück ist der Koch nicht broken. Die sind schon tot, bevor der Hauptangriff ist. Brauche ich einen von denen? Ich meine, das Regenbogen-Puzzleteil haben wir an sich schon. Och, Kräftiger doch. Wir gehen weiter. Wahrscheinlich kommen wir einfach ins Ziel jeden Moment. Und kommt das Ziel. Mann, ich bin einfach der Kirby-Flüsterer. Ich habe einfach die Entwickler durchgespielt. Das Spiel noch nicht, aber die Entwickler. Und auch zum Abschluss der Folge nochmal den Bonussprung geschafft. Und damit sind wir eben, wenn ich sage Abschluss der Folge, ob ihr es glaubt oder nicht, sind wir damit fertig für diese Folge von Kirby Star Allies. Wir haben uns heute wieder über den Schwierigkeitsgrad aufgeregt und ja, was anderes haben wir bisher in diesem Projekt eigentlich allgemein nicht gemacht. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Seid dabei, wenn wir uns weiter über den Schwierigkeitsgrad aufregen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Will noch irgendwer von euch was behindert? Ach stimmt, wir sind ja alle auf dem Stern, da könnt ihr nichts Behindertes auf der Overworld machen. Super.